Ah, ich weiß, ich würde schon mit der Treppe machen. Das ist der Raum, wo die Dings ist, auch in der Treppe endet. Wo die ganzen Dinger hier sind. Okay. So, das ist gleich auch soweit. Na, nein. Fuck. Mir ist eins der Bücher, Was? eins der Regale am Arsch gegangen. Die Ah, Bücherregale. Tui. Ich habe die meisten Jo. Bücher aufgesammelt, aber ein paar sind mit runtergefallen. Gut gemacht. Aber nicht mal so, auf jeden Fall so wie es oder ich weiß nicht, wie ich es genau mache. Ich bin auch ein bisschen unentschlossen, wie ich das mit dem Raum mache. Okay. Juhu. Jetzt ist die Frage, wie weit bauen wir jetzt hier aus? Mit welchem Material im Hintergrund? Hast du schon irgendwie eine Idee Nein. oder eine Vorstellung gehabt? Also zumindest welche Ra wie die Raumeinteilung ist, was du wohin haben möchtest. So, und das Lager, was soll da hin? Das Lager bleibt. Ich weiß nicht, hier unten kommt die Schmiede. Ja. Was brauchen wir denn alles für Räume? Eine Bücherei für die ganzen Bücher, die wir sammeln. Ja, Eine die Küche. muss ja nicht so riesig sein. Da kann man ja viele Bücher reinlegen. Doch, doch, du musst größer sein, weil, guck mal. Guck mal, guck mal. Gott, wie soll ich das Vorsicht, denn? Vorsicht! Oh Mann, wo. Ah, oh Mann, wo. Na, jetzt genau das Bücherregal, was. Wo ich was rausholen wollte. Was solltest du noch haben? Zwei Bücherregale. Regale? Ja. Ach, das ist noch. Ah. Warte mal. Was? Das sind keine richtigen. Ich glaube, das sind keine richtigen Regale, das ist nur Zierde. Aber ich will Alter, das haben. was? Alter, wo hast denn die her? Aus einer Unterwasserstadt. Warte, ich will die mal hinsetzen. Ja. So. Ja, man kann auf den, aber man kann nichts reintun, das ist einfach nur Zierde. Vorsicht, bau ab. Alter, wo sollen die denn hin? Und dieses Problem kannst du nicht, danke Mann. Ja, Nein. klar. Irgendwie unter dem Lager vielleicht so rechts. Dass wir die hier so hinbauen, also hier so ein fettes Lager einbauen. Mit für die Ja, warte mal, Bücherei. ich halte mal eins hoch, dann markier das mal bitte, wo die aufhören. Hier. Ja, dann setz da mal einen Block hin. Nein, solltest genau am Boden oder solltest ein bisschen Platz haben? Ich weiß so. Ja, ich weiß nicht, sollen wir auch einfach so einen Zwischenboden hier machen? Ich würde sagen, doppelten Zwischenboden, ne?
Man kann das auch so machen, wie es. Ich würde das Regal jetzt ungefähr auf diese Höhe setzen. Und man kann ja eine Zwischenetage so exakt in der Mitte vom Regal setzen. Sodass man praktisch auch zwischen den Regalen läuft. Ja, nee, aber ich meine jetzt hier gerade den Boden. Kann ich den in den Hintergrund auch setzen? Nein, der Zwischenboden. Sollte er hier so einfach sein oder sollte er ein zweifacher Boden sein? Was meinst du jetzt? Achso, auf einen Block oder zwei Blöcke breit? Ja. Ein Block. Ja, nicht ein zweifacher, weil es ist ein dünn aus, ne? Ja, aber es muss dann Holz sein, weil es müsste schon dasselbe Holz sein, wie die Bücherei hat. Also wie die Bücherregale haben. Ah. Also zwischen hier sind hier Stein und darunter Holz. Warte mal, ich hab das glaube ich sogar. Kannst du vielleicht erstmal was unter das Regal setzen, damit ich das mal abstellen kann auf der Höhe? Ist das zu schwer für dich? Quasi so? Ja, kann man machen. Ne, als höher, ne? Ja, als höher, ja. Reicht, okay. Dann habe ich mir jetzt gedacht, dass man jetzt praktisch hier. Was ist. Ups. Oh, der ist noch größer. Guck mal. Alter. Das heißt, den können wir direkt an den Rand setzen. Hast du das große Regal? Ich habe es dir gerade gegeben. Okay, auf der Höhe. Nein. Oder das so? Ja, direkt an den Rand, glaube ich, würde ich sagen. Oder? Also hier, okay. Nein. Ja. Ja, stimmt, da oben kommt ja noch hin. Ja. Tada, das wird eine fette Bücher. Süß. Du müsstest ein Regal noch haben. Ja, okay. Habe ich auch. Okay. Das ist, guck mal hier. Nimm es doch. Ja, das ist jetzt halt nur blöd mit dem Raum, ne, weil das so eckig ist an der Seite. Mit den verschiedenen Regalgrößen. Klären wir schon. Und wie weit geht die? Ich gehe mal kurz Holz holen. Braucht nämlich wahrscheinlich alles aus dem Lager für den Hintergrund. Ach du Scheiße. Hörst du das eigentlich? Ja. Du brauchst ein bisschen, ne? Ein bisschen viel brauche ich. Das sind jetzt genau 1000 Holzstämme gewesen. Und da habe ich 1, 2, 3, 4, 5, 5100 Holz rausbekommen. Okay. Das ist nur die Frage, wird das jetzt nur Holz oder noch irgendwas anderes? Was anderes wäre zwischendurch auch noch geil.
ich hier eigentlich... Ne, habe ich nicht. Scheiße. Wo haben wir... Oder wie craftet man sich diese Holzstufen-Dinger? Die Wooden Platforms. Plantfiber brauche ich. Plantfiber? Denke mal, das reicht. Cool. Wenn man ganz genau hinhört, dann hört man meine Nachbarn. Was machen die gerade? Die müssen es mal wieder übertreiben mit ihrer Musik. Die hören seit Monaten so laut Musik. Wo ist das Licht hin? Licht? Hallo? Mit dem Radarus. Nee, ich sehe es gerade im Inventar nicht mehr. Ja, mit dem Radarus. Ach, da ist es. Was? Ich dachte schon, ich habe kein Holz mehr. Ja, jetzt muss ich was probieren. Es geht, ist so ein bisschen unrealistisch, aber es geht. Hey, komm mal hier runter. Na, Moment. Komm mal. Hey. Komm mal runter. Also, lieber die Soundkulisse oder... Komm hier runter. Moment. Vielleicht kommst du... Die Soundkulisse halt hier. Hörst du das? Dieses Rauschen? Ich habe immer noch die Musik mit dabei. Rauschen und Musik. Ja, was würdest du besser finden? Ich finde das so chillig, so mit bei mir gerade. Weißt du, wie es bei dir ist? Ich meine, aber ich meine halt mit diesem Rauschen, wäre es gut halt für unsere Höhle? Also für die Ambosse und so alles? Ja. Ist eigentlich mal der Hintergrundwechsel da oben aufgefallen?
Ja, also ich meine, sollen wir das so machen? Für den Amboss hier unten? Ja, für die Werkbank und alles, für die Schmiede so. Für die Schmiede, ja, können wir machen. Wo halt die ganzen Amboss reinkommen. Okay, dann würde ich das so machen. Haben wir passende Lampen für die Bücherei? Guck, musst du suchen, das ist. Kann ich jetzt nicht beantworten. Und wenn ja, wo? Wenn du das nicht weißt. Ein Tisch wäre auch ganz cool. Warum haben wir ein Herd? Ja, für mich ein Herd. Ihr habt ihr oben hingestellt. Ach ja, und noch einen vierten. Ich sehe jetzt gerade erst einen vierten Kühlschrank. Ach du Scheiße. Ey, tust du eine Banane zu den Samen rein? Ich hab erstmal was reingeschmissen, was ich da nicht mehr sortiert bekommen habe. Ja, aber du musst es schon echt gut ordnen. Das ist, ja. Musst du das schon mit Verstand machen. Ja, ich weiß.